Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Idana und heute habe ich für euch den Lesemonat August, der weiterhin unter dem Motto Tausendfüßer-Challenge steht. Da hatte ich euch gleich letztes Mal erklärt, was das genau bedeutet. Im Wesentlichen ist es, je mehr Länge das Buch hat, desto mehr Sonderpunkte gibt es auch. Und ich habe es durchgezogen, ich habe diesen Monat den Piratenmonat ausgerufen, beziehungsweise Hashtag Piratensommer verwendet und habe dort ganz, ganz viele Piratenbücher von meinem Sub befreit. Welche das sind, hört ihr jetzt und zum Schluss gibt's auch nochmal so ein kleines Fazit zu dem Piratenmonat. Das erste Hörbuch, was ich gehört habe, war Die trüben Wasser von Triest von Roberta Di Falco. Das ist im DAV-Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 5 Stunden 57 Minuten, also eher ein bisschen was kürzer, aus dem Jahr 2014. Gelesen wurde es von Dietmar Bär, der hat 111 Ergebnisse auf Audible und er liest wie immer schön unaufgeregt und ich finde, man kann ihm gut lauschen, ohne dass er die Erzählung so dominiert. Das hier war ein Krimi-Reihenauftakt, der mir aber zu konstruiert war. Piratenbezug war mehr als nur ganz locker vorhanden, weil es eben am Meer spielte, eben in Triest in Italien. Richtig Piraten sind nicht vorgekommen. Der übergewichtige Kommissar Benussi, Marke liebenswerter Trottel, kämpft mit seinem Gewicht und seiner pubertierenden Tochter, die sich gerne mal ins Koma säuft. Da kommt ein neuer Fall rein. Die 90-jährige Ursula Cohen wird ertrunken und mit Blessuren aufgefunden. Der alte Drachen hat mehr potenzielle Mörder als die 5 Mordfälle vor ihr und das liegt nicht nur an ihrer Persönlichkeit, sondern auch an dem alterwürdigen Haus und den fast schon inzestuösen Begebenheiten in Triest. Zum Glück hat der bärbeißige Kommissar aber Elettra und Evalerio, aufstrebende PolizistInnen an seiner Seite, die ihm bei der Ermittlung helfen. Es war mir ein bisschen viel, da von jeder Verdächtigen sowie von allen Ermittelnden und dem Opfer die Vorgeschichte erzählt wurde, bis ich die Leute kaum mehr auseinanderhalten konnte. Auch bei der Tat waren zufällig sehr viele Personen oder Verdächtige zugegen und das war für mich unglaubwürdig. Interessant und mal was anderes fand ich den Bezug zum Zweiten Weltkrieg. Ansonsten keine Reihe, die ich weiter verfolgen werde, es war nur so Mittel für mich. Von mir 3 Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, hatte gar nichts mit Piraten zu tun, aber ich wollte unbedingt gerne diese Reihe weiterlesen, ja, weil mir der erste Band so gut gefallen hat. Und zwar rede ich von Here Comes My Son aus der Love Songs in London Reihe von Tonya Krüger. Das habe ich eigentlich als haptisches Buch auf dem Sub, ist bei DTV erschienen, ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 415 Seiten aus dem Jahr 2023. Hab's aber über die Bücherei ausgeliehen, also via Libby gehört, von Argon Romance mit 11 Stunden 38 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2023. Gelesen wurde es von Rebecca Weil, die hat 82 Ergebnisse auf Audible und sie hat es echt gut gelesen. Die Geschichte hatte mich angesprochen, weil ich ja auch mal Journalistik studiert habe. Protagonistin Jamie hat ein Praktikum bei einer tollen Zeitschrift ergattert und soll für einen Artikel über berühmte Liebespaare Großbritanniens mit dem erfolgreichen Weiberheld Ryan zusammenarbeiten, der jede Woche eine andere hat. Und das ausgerechnet kurz nachdem Jamie ihren Verlobten in Flagranti erwischt und sich getrennt hat. Aber Ryan glaubt noch weniger an die Liebe als Jamie. Als die beiden jedoch gemeinsam recherchieren und schreiben, lernen sie sich näher kennen. Vielleicht kann Jamie Ryan doch noch von der großen Liebe überzeugen? Hinter Ryans Abwehrhaltung steckt eine tragische Geschichte. Trotzdem ist das Buch nicht schwer und wird davon übermäßig runtergezogen. Ein Konflikt wurde aber quasi unter den Teppich gekehrt. Konflikt in Anführungsstrichen. Jamies Ex behauptet, er habe sich im Bett mit ihr gelangweilt, à la du wolltest ja immer nur Blümchensex. Das weckt in Jamie selbst Zweifel. Als es dann aber zur Sache geht, kommt das Thema nicht mehr zur Sprache, obwohl Ryan ja sehr viel Erfahrung hat und das gegebenenfalls ähnlich sehen könnte. Insgesamt war das Buch im Vergleich zu Band 1 auch sehr gut. Band 1 hat mir vom Liebespaar und Weihnachtssetting ein bisschen besser gefallen, aber die Bücher sind wirklich unterhaltsam, glaubwürdig und romantisch. Auch hier wieder gab es einige Anspielungen auf Band 1 und wahrscheinlich auch auf Liebespaare aus Band 3 und 4. Das macht Spaß. Band 2 spielt im beginnenden Frühjahr nach dem Weihnachtsfest aus Band 1 und ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass Joss, Phoebes beste Freundin aus Band 1 und lockere Bekannte von Jamie hier, sich von ihrem Mann trennen wird. Könnte aber auch sein, dass es weiterhin so im Hintergrund von allen anderen Liebesgeschichten passiert, ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeschaut und ich möchte mich selber nicht spoilern, wer jetzt die nächsten Liebespaare quasi sind. Wir werden sehen, denn die Reihe lese oder höre ich sehr gerne dieses Jahr noch zu Ende. Von mir hierfür 5 Sterne. Dann habe ich eine Dialogie beendet. Wir sind die Ewigkeit von Kira Licht, ist eigentlich im One Verlag bzw. in der Bücherbüchse rausgekommen, hat 406 Seiten aus dem Jahr 2023. Ich habe es aber auch wieder digital aus der Bücherei ausgeliehen, Libbe Audio, 10 Stunden, 29 Minuten Laufzeit, auch aus dem Jahr 2023 und gelesen von Diana Gantner. Die hat 47 Ergebnisse auf Audible und sie hat sogar die Stimme verstellt. Das finde ich immer noch so einen kleinen Bonus obendrauf, sage ich jetzt mal, also richtig gut. Und es geht hier ganz lose um Piraten aus der Luft, wenn man so möchte. Deswegen habe ich es mal zählen lassen. Es geht in der Reihe um Erin, die ein Geheimnis hat. Schon seit sie ein Kind ist, kann sie Dämonen aus einer Parallelwelt sehen, die sich von der Angst der Menschen ernähren. Einer davon, der attraktive Kerl, hat es ihr angetan, weswegen sie schon viele heimliche Abende mit ihm verbracht hat. Nun beginnt er, sie in seine Welt mitzunehmen und stößt auf große Widerstände, weil Erin ein Mensch ist. Parallel geht Mysteriöses vor sich. Warum stehlen die Zahnfeen auf einmal auch Zähne, die nicht wackeln? Und warum erinnern sie sich hinterher an nichts?
Aaron möchte Cal helfen und bald steht sogar das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel. Beide Bände waren wirklich sehr fantasievoll, mit ein bisschen Liebe und Humor. Trotzdem hat es mich nicht ganz abgeholt. Mal wurden Handlungsstränge ganz schnell abgehandelt, mal zog es sich. Das Weltuntergangsszenario war völlig übertrieben und super schnell abgehandelt nach hinten raus. Und ich habe wieder so einiges vorausgesehen, unter anderem, wer der Bösewicht ist. Es war mir auch ein bisschen zu viel Teenie-Liebesdrama. Insgesamt leider nicht so mein Fall und damit 2 Sterne hierfür. Ich hatte auf Instagram abstimmen lassen, welches meiner haptischen Piratenbücher ich als erstes lesen soll und die Wahl ist zum Glück hierauf gefallen. Daughter of the Pirate King von Trisha Levenseller ist in der Bücherbüchse Sonderedition erschienen mit 318 Seiten aus dem Jahr 2024. Und das habe ich in einer Leserunde mit Ramona gelesen. Alosa, Tochter des selbsternannten Piratenkönigs, hat eine geheime Mission. Sie soll einen Teil einer Schatzkarte vom neuen Anführer eines der großen Piratenhäuser stehlen, wofür sie sich zum Schein gefangen nehmen lässt. Doch der erste Maat, Raiden, ist schlauer als für Alosa gut ist und auch anziehender. Man wird direkt in die Action reingeworfen, bekommt aber ausreichend Hintergrundinfo mit, während die Handlung Schlag auf Schlag voranschreitet. Das fand ich eine super Mischung, denn weder Worldbuilding noch Handlung noch Charaktere kommen zu kurz. Allzu lang und somit nicht unnötig aufgebläht war dieser erste Band auch nicht, 2 Folgen noch. Es hat mir echt Spaß gemacht, das Buch zu lesen und ich fand Alosa und Raiden als Charaktere richtig gut, sehr empfehlenswert. 5 Sterne. Das nächste Buch, was ich gehört habe, war All the Stars in Teeth von Adeline Grace. Das ist eigentlich als deutsches Sub-Senior-Buch. Bei mir auf dem haptischen Sub heißt auf Deutsch Fluch der 7 Seelen. Ist bei Piper erschienen, hat 430 Seiten aus dem Jahr 2021. Aber ich habe es jetzt digital auf Englisch aus der Bücherei ausgeliehen. Das war im Macmillan Audio Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 12 Stunden 24 Minuten aus dem Jahr 2020 sogar schon. Gelesen von Shayna Small, die hat 111 Ergebnisse auf Audible. Sie hat gut betont gelesen und einigen der Charaktere auch ihre eigene Stimmfarbe gegeben, was ja auch immer, wie gesagt, so eine Kunst ist. Ich hatte teilweise Probleme mit der Kombi aus mir unbekannten Siegelbegriffen und der Fantasy-Welt und außerdem sprang die Handlung manchmal, sodass ich so ein bisschen verwirrt war, ob ich was nicht mitbekommen hatte oder die Erzählweise einfach so ist. Ich sollte aber, denke ich, für Band 2 klarkommen. Den gibt es nämlich auch als englisches Hörbuch, nicht als deutsches Hörbuch, nicht als deutsches E-Book, nix. Deswegen, ja, werde ich das dann auch nochmal auf Englisch nachträglich hören. Und hier kommen wir schon mal zu dem ersten Mal, dass wir fast denselben Vornamen haben, der Protagonistin. Amora, Tochter des Herrschers, steht kurz davor, dessen Nachfolger anzutreten. Doch ihr Initiationsritus, bei dem sie ihre Seelenmagie unter Beweis stellen sollte, geht fürchterlich schief. Und Amora flüchtet mit dem ihr unbekannten Piraten Bastion, der mehr als nur ein Geheimnis hütet, und ihrem Verlobten, für den sie eher platonische Gefühle hegt, und bekommt erst jetzt mit, wie schlecht es dem Reich unter ihrem Vater geht. Denn die Bevölkerung lehnt sich immer mehr gegen die Beschränkung auf die Ausübung von nur einer Magieart auf. Und selbst die Knochenmagie, die bisher exklusiv der Königsfamilie zustand, wird geübt. Amora muss ihren eigenen Weg anhand ihres moralischen Kompass finden. Blutige Kämpfe, Meerjungfrauen, Meeresungeheuer, Flüche, Piraten, ein Inselreich, dunkle Geheimnisse und die erste große Liebe. Das Buch hatte alles, was es braucht. Ich fand, es wirkte auch ziemlich in sich abgeschlossen und bin gespannt, wo Band 2 dann ansetzt. Einzig die teilweise sprunghafte Erzählweise und dass mir die Charaktere nicht so wirklich ans Herz gewachsen sind, lässt mich 4 Sterne geben. Eine 2. Leserunde mit Ramona habe ich angeschlossen. Daughter of the Siren Queen von Trisha Levenseller haben wir auch im August noch beendet. Das ist auch als Bücherbüchse Sonderedition bei mir auf dem Sub gewesen mit 367 Seiten aus dem Jahr 2024 ebenso. Auch hier geht es um Alosa, Piratenprinzessin auf Mission ihres Vaters. Anhand einer Geheimkarte wollen sie die Insel der Sirenen finden. Umso interessanter für Alosa, da ihre Mutter, die sie nie kennengelernt hat, eine Sirene war. Doch mittlerweile fängt sie an zu zweifeln, ob ihr Vater sie wirklich liebt und hinter ihr steht oder ob er nur seine eigene Agenda verfolgt. Es blieb total spannend und entwickelte sich nach dem relativ in sich abgeschlossenen ersten Teil in eine ganz neue Richtung, die mir aber gefiel. Auch dieser Band war wieder in sich abgeschlossen. Insofern bin ich super gespannt, welche Geschichte in Band 3 dann erzählt wird, den ich auch super gerne noch sehr bald anschließen möchte, aber noch nicht im Regal stehen habe. Die Titel der Bücher sind ziemlich spoilerig, wenn ihr mich fragt. Raiden war auch wieder dabei und ist mir hier noch mehr ans Herz gewachsen mit seiner ruhigen und unterstützenden Art. Alosa war teilweise ungerecht und von ihren Emotionen überwältigt, muss in diesem Band aber auch viel verdauen. Seltsamerweise ist es sehr brutal und es sterben auch etliche Menschen, manchmal quasi ja, im Vorbeigehen. Um die Protagonisten habe ich mir nie ernsthaft Sorgen gemacht, aber mittlerweile kennt man auch etliche Personen aus der Crew und möchte nicht, dass ihnen was geschieht. Die Mischung aus Abenteuer, Kämpfen und Romantik war für mich richtig gut ausgeglichen und es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Von mir 5 Sterne.
Als nächstes gehört habe ich The Adventures of Amina al-Sirafi von Shannon Chakraborty. Das habe ich eigentlich auf Deutsch im Regal stehen und zwar heißt es dort Die Abenteuer der Piratin Amina al-Sirafi aus dem Panini Books Verlag mit 569 Seiten und aus dem Jahr 2023. Ich habe es jetzt aber digital auf Englisch aus der Bücherei ausgeliehen von Harper Audio mit einer Laufzeit von ziemlich genau 17 Stunden aus dem Jahr 2023. Gelesen wurde es von Lamis Isak und Amin El-Gamal. Die haben 72 bzw. 27 Ergebnisse auf Audible. Und ich fand die so die perfekte Wahl für die gestandene Protagonistin und den Geschichtenschreiber, der ihren Bericht protokolliert. War richtig gut. Die berühmt-berüchtigte Kapitänin im Ruhestand, Amina al-Sirafi, lässt sich auf ein letztes Abenteuer ein. Für 1 Million Dinar soll sie die Enkelin einer reichen Dame von einem gefährlichen Christen zurückholen. Amina trommelt ihre alte Crew zusammen und klaut ihr Schiff aus dem Hafen. Aber die Reise wird gefährlicher, als sie dachte. Amina und ihre Crew müssen so einige Herausforderungen meistern, um wohlbehalten zu Aminas kleiner Tochter zurückzukehren. Die darf auf keinen Fall erfahren, dass ihr Vater ein Dämon ist. Es war so charmant, wirklich total zu empfehlen. Amina ist eine gestandene Frau mit Kind und Knieproblemen, die seit 10 Jahren wegen ihrer Tochter auf die Piraterie verzichtet, sich aber heimlich zurücksehnt zu den Abenteuern auf See. Sie flucht, sie hat Gelüste, sie schämt sich wenig. Und ihre Kerncrew? Da gibt es Dalila, die dir jedes Gift oder Bomben zusammenmischt, nach der dein Herz verlangt, Tinbu, der Schiffsbauer, und Majed, der die gesamte Mannschaft auf Kurs hält. Ein Abenteuer auf See mit bedrohlichem Bösewicht, Seeungeheuern, wertvollen Schätzen, böser Magie und einer entstehenden Legende. Ich fand's super. 5 Sterne von mir. Dann habe ich, ja, eine Dilogie abgebrochen, nach ein paar Seiten Lesen. An Ocean Full of Secrets von Hannah Frost. Und somit den zweiten Band der Reihe habe ich dann auch vom Sub entfernt. Der heißt An Ocean Full of Lies. Die sind, wie gesagt, beide jetzt vom Ungelesen vom Sub befreit. Sind im Impress Verlag bzw. Chest of Fandom Verlag erschienen. Mit einer Länge von 279 bzw. 294 Seiten. Beide aus dem Jahr 2022. Ich habe so 40, 50 Seiten gelesen und kam mit dem Schreibstil leider überhaupt nicht klar. Der war einfach nicht meins und hat verhindert, dass ich in die Geschichte eintauche, weil er sich sehr gewollt anfühlte. Keiner sagt irgendwas. Es wird nur gemurmelt, geflötet, sich empört, genuschelt. Widersprochen. Die Charaktere nennen sich alle 2 Sätze gegenseitig beim Namen, damit auch klar ist, wer jetzt gerade spricht. Und es fallen in den Unterhaltungen und auch in den Beschreibungen der Autorin altbackene Formulierungen wie um deinen Betrug zu verbergen, Schauermärchen, erzürnte Knirpse, harte Arbeit verrichten, ich gehe Menschen gern zur Hand, jemand böswillig übers Ohr hauen, versäumen oder auch wir sind darauf angewiesen, aufeinander Acht zu geben. Und das war wirklich auch in den wörtlichen Reden und das hat mir nicht gut gefallen. Außerdem, die Charaktere giggeln die ganze Zeit ohne Grund und als dann ein mysteriöser Fremder gefunden wird und kurz darauf verstirbt, spielt er vorher noch das Pronomenspiel und rückt nicht mal ansatzweise mit der Sprache über ein von ihm gehütetes Geheimnis heraus, ringt aber der Protagonistin ein dadurch sehr kryptisches Versprechen ab. Ich konnte die paar Seiten, die ich gelesen habe, wegen dieser gewollten Sprache oder Erzählweise leider nicht genießen und entferne die Reihe deswegen ungelesen vom Sub. Auf Basis der bisher gelesenen Seiten würde ich 2 Sterne vergeben. Ich fand die Sprache gewollt, die Handlung ziemlich 0815 und die Charaktere durchaus vielversprechend. Bisher hatten wir nur die eher ängstliche und mehr als hilfsbereite Protagonistin Belle kennengelernt, noch nicht den Protagonisten in dem Sinne. Aber ja, wie gesagt, ich werde es nicht weiterlesen. Ich bin nicht reingekommen. Das nächste Buch, was ich gehört habe, ist Über dem Meer tanzt das Licht von Maike Werkmeister. Das habe ich komplett bei Libby ausgeliehen, weil ich es auf der Wunschliste hatte, es verfügbar war und mehr im Titel hatte. Das ist dann eben auch dieser Piratenbezug in dem Sinne. Ist im Hörverlag erschienen mit einer Laufzeit von 10 Stunden 59 Minuten aus dem Jahr 2020. Gelesen wurde es von Katja Hirsch, die hat 52 Ergebnisse auf Audible. Ich war leider kein Fan von ihr. Sie hat eine recht kratzige und ältere Stimme und hat die Kinder ganz furchtbar intoniert. Es war zwar lebhaft und so weiter, aber die Stimme hat mir hier einfach nicht so zugesagt. Aber gut, dass ich Sterne sieht man nur im Dunkeln vor diesem Wunschzettelbuch gelesen habe. Ich hatte nämlich nicht auf dem Zettel, dass es ja so eine Art indirekter Nachfolger ist. Es geht hier nämlich um Maria, Annis Freundin von Norderney, und um ihr Gefühlschaos, als ihr Freund mit ihrer 2. Tochter als Elternzeit zum Surfen wegfährt. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen, denn das ist im Wesentlichen die Handlung. Ihre ältere Tochter Morlin fängt früh an zu pubertieren, hat ihren ersten Freund. Maria ist im Finanziellen nicht so gut und kämpft mit einem kaputten Dach an ihrem Café. Und nach dem Tod ihrer Mutter hat sie noch größere Fragezeichen, wer ihr Vater ist. Und findet im Nachlass die Tagebücher ihrer Mutter, die an sie adressiert sind. Parallel meldet sich ihr Freund kaum von seiner Reise mit der gemeinsamen kleinen Tochter und Maria beginnt zu zweifeln, ob er sich in ihrer Beziehung und gebunden an einen Ort noch wohlfühlt. Obwohl vor der Abreise doch alles, ja, sehr harmonisch war. Zum Schluss steht Maria zwischen 3 Männern. Ich muss sagen, ich fand die Handlung doch sehr dürftig. Ja, es gibt Problemchen, aber so einen richtigen glaubhaften Konflikt habe ich nicht herauslesen können. Dazu war die Beziehung zwischen Maria und ihrem Freund zu harmonisch. Dazu passt auch, dass sich die Konflikte zum Ende des Romans sehr schnell in Wohlgefallen auflösen. Die Atmosphäre fand ich aber schön. Auf Norderney mit leicht kratzbürstigen, aber im Herzen guten Bewohnern zwischen Wellen, Sand und Sonne, wie im Urlaub. Insgesamt muss man es aber nicht unbedingt gelesen haben. Von mir hierfür 3 Sterne.
Spontan habe ich zu Bad Summer People von Emma Rosenblum gegriffen. Das habe ich auf Englisch ausgeliehen aus dem Macmillan Audio Verlag mit einer Laufzeit von 10 Stunden 7 Minuten aus dem Jahr 2023. Und es wurde gelesen von January Lavoy. Die hat 388 Audible-Ergebnisse und hatte eine angenehme, unaufgeregte Stimme. Ich finde, es ist die totale Empfehlung für alle Fans von Big Little Lies bzw. von Leanne Moriarty allgemein oder auch von der Fernsehserie Revenge. Es passte wie Faust aufs Auge zur Umgebung, in der ich es gelesen habe, denn ich war im Urlaub am Gardasee in einem Hotel, das super viele Tennisplätze mit Aussicht hatte bei 30 Grad. Es ging zwar nicht so luxuriös zu wie im Buch, aber ich habe es direkt viel mehr gefühlt, als ich es sonst vielleicht getan hätte. Am Ende eines Sommers voller Lügen und Affären wird eine Leiche auf der kleinen Insel Fire Island gefunden. Wer hat sie in den Tod stürzen lassen und warum? Fast jeder hätte ein Motiv. Die Geschichte wird aus wechselnden Perspektiven erzählt und so offenbaren sich für den Leser immer mehr Geheimnisse. Jeder hat Dreck am Stecken, von den besten Kindheitsfreunden, die damals bereits den Sommer gemeinsam auf Fire Island verbracht haben, bis hin zum Tennislehrer, dem jungen Barman oder der Witwe, die das Tennisturnier ins Leben gerufen hat. Die Kernpersonen sind die besagten Sommerfreunde, Jason und Sam, die mittlerweile mit ihren Ehefrauen Jen und Lauren herkommen, sowie Rachel, die nervige Singlefreundin aus der Clique. Jason betrügt Sam mit seiner Ehefrau Jen, aber das ist noch lange nicht die letzte Affäre, die hier ans Licht kommt. Ich fand den Erzählstil richtig gut gelungen. Man ist nach und nach in fast allen Köpfen des Örtchens drin gewesen und erfährt dadurch nach und nach, was jeden umtreibt, wie jeder so tickt und so weiter. Es ist aber kein Krimi, sondern eher Spannungsliteratur. Die reichen Snobs übersommern in ihren schicken Ferienvillen, doch der schöne Schein trügt. Zu Anfang kann es etwas überfordernd sein, die vielen Perspektiven kennenzulernen, aber das gibt sich bald und man steckt gut durch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn mir das Ende tatsächlich nicht gut gefallen hat. Das fand ich stellenweise sehr überstürzt und mit zu vielen nachträglichen Twists drin. Von mir hierfür aber insgesamt dennoch 4 Sterne. Das letzte Buch, was ich im August 2024 gelesen habe, war Sirens, das Glühen der Magie von Maike Voss. Das ist eine Chest of Fandoms Sonderausgabe mit 447 Seiten aus dem Jahr 2023 gewesen. Und wegen Sirene offensichtlich ein großer Piratenbezug, wenn man so möchte. Regan ist Barkeeperin und Sirene, das darf aber keiner wissen. Denn ihre Eltern wurden vor einigen Jahren brutal von dem Schwarm der sogenannten Nox ermordet und seither lebt Regan immer mit einem halben Bein auf der Flucht. Ihre einzige Freundin ist ein kleiner Wasserdrache namens Shen. Alles ändert sich, als eines Abends Pen auftaucht, der behauptet, der Prinz der Ataga zu sein. Also von jedem Schwarm, zu dem auch Regan gehört und geglaubt hat, die Letzte zu sein. Pen braucht Regans Hilfe und so lässt sie sich auf ein lebensgefährliches Abenteuer ein, um nicht nur die Ataga, sondern sogar die ganze Welt zu retten. Ich fand, es war gut bis solide. Ich habe den großen Twist super früh kommen sehen und es war viel Drama. Ich meine, Weltuntergang geht's noch eine Nummer kleiner. Aber das ist halt bei Jugendbüchern gerne mal so. Ansonsten gibt's einige recht explizite Sexszenen und eine große Prise Humor sowie ein mega niedliches kleines Fantasywesen, diese Wasserdrachen, die süchtig ist nach Süßem. Außerdem werden viele Filme zitiert oder referenziert. Das hat mir alles gut gefallen. Hätte es ein Fantasy-Plot sein müssen? Vielleicht nicht, da es in dem Bereich nicht unbedingt das Rad neu erfindet. Aber die Autorin hatte wohl Lust drauf und das sei ihr auch gegönnt. Ihre anderen beiden Bücher, die eher in Richtung New Adult gehen, sind direkt mal auf meine Wunschliste gewandert. Und hierfür gibt's von mir 4 Sterne. Insgesamt habe ich 3890 Seiten oder Minuten im August gehört. Und zwar habe ich 10 Titel gelesen, 3 Bücher, 7 Hörbücher und keine E-Books. Bei den Lesevorhaben habe ich 0 Titel aus 12 für 2024 gelesen, keine Reihen weitergelesen und einen Titel von den Subsenioren noch erlöst. Und zwar war das Fluch der 7 Seelen bzw. All the Stars im Tief. Und bei der Subhöhe, Trommelwirbel, habe ich endlich mal abgebaut. Und zwar bin ich jetzt bei den Büchern bei 150 ungelesenen Büchern. Das sind insgesamt 5 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 9 gelesen oder erlöst vom Sub. 3 habe ich wirklich gelesen. 4 habe ich als Hörbuch erlöst. Das war Here Comes My Son von Tonya Krüger, Wir sind die Ewigkeit von Kira Licht, All the Stars in Tea von Adeline Grace und The Adventures of Amina Al-Sirafi von Shannon Chakraborty. Und 2 habe ich ja ungelesen vom Sub entfernt. Das war An Ocean Full of Secrets bzw. An Ocean Full of Lies von Hannah Frost. Eingezogen sind insgesamt 4. Einmal gab es eine Vorbestellung von Thalia, nämlich Crystal Crown von Alice Kova. Dann gab es einen Pop-Up-Store von Chest of Fandoms in Hamburg. Da bin ich hingegangen mit meiner Freundin Ramona. Und wir haben 3 Bücher, oder ich habe 3 Bücher mitgebracht. V is for Virgin und A is for Abstinence von Kelly Oram. Und Last Night at the Telegraph Club von Melinda Lowe. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 66 ungehörte Hörbücher. Ich habe insgesamt 1 befreit vom Sub. Ich habe nämlich 7 gehört und 6 aus der Bibliothek temporär ausgeliehen. 4 davon waren vom Buchsub und 2 vom Wunschzettel, die ich dann auch direkt weggehört habe. Und zwar Über dem Meer tanzt das Licht von Maike Werkmeister, Here Comes My Son von Tonya Krüger, Wir sind die Ewigkeit von Kira Licht, All the Stars in Tea von Adeline Grace, The Adventures of Amina Al-Sirafi von Shannon Chakraborty und Bad Summer People von Emma Rosenblum. Bei den E-Books ist nichts passiert, 92 ungelesene plus minus 0 und insgesamt habe ich somit 308 ungelesene Bücher und habe 6 weniger als im Vormonat.
So, jetzt nochmal ein kleines Fazit zum Piratenmonat. Ist es mir irgendwann aus den Ohren rausgequollen? Ein kleines bisschen, aber es ging tatsächlich. Und ich muss sagen, das lag sicherlich auch an der hohen Qualität der vielen Bücher. Also es waren wirklich viele dabei, die ich mit 5 Sternen bewertet habe oder auch mit 4 Sternen. Hat mir echt gut gefallen und ich bin zu fast allen gekommen, die ich mir rausgelegt hatte. Von den haptischen Büchern, das war ja meine Prio 1 sozusagen, da ist noch übrig geblieben The Isle of the God von Amy Kaufman. Und das hatte ich aber lose nur reingestellt sozusagen, Das Mädchen, das in den Wellen verschwand von XCO, denn da geht's auch um so eine Unterwasserwelt, aber jetzt nicht um Piraten an sich. Genau, ansonsten habe ich wirklich alle haptischen Bücher gelesen, die ich lesen wollte. Bei den Hörbüchern hatte ich mir ein paar rausgelegt. Da habe ich tatsächlich 2 wirklich gehört, die ich hören wollte. Und ein halbes sozusagen angefangen. Das werde ich dann nächsten Monat beenden. Strandgut hieß das. Das werde ich dann nächsten Monat beenden. Und dann hatte ich mir zur Sicherheit nochmal 3 E-Books rausgelegt, die ich aber alle gar nicht mehr geschafft habe. Das wäre gewesen Der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman, Perlentöchter von Jane Corey und Das Haus am Leuchtturm von Kimberly Freeman. Zu denen bin ich jetzt gar nicht mehr gekommen, bis es auch nicht weiter wild. Denn die hatten wirklich alle ja entweder gar keinen richtigen Piratenbezug oder also eher so, ich sag mal, mehr Bezug als jetzt irgendwie Piratenbezug. Insofern ist das nicht schlimm. Bin sehr happy darüber, was ich alles geschafft habe, wie toll die Bücher waren, wie gesagt, und habe auch noch so 1, 2 vom Wunschzettel ja sogar ausgeliehen, noch zusätzlich, die ja auch so einen Mehrbezug hatten und habe das richtig genossen, mal so ein bisschen nach Motto zu lesen. Jetzt für den September freue ich mich aber auch darauf, so ein bisschen locker, loser zu lesen und so ein bisschen nach Gusto mir die Sachen rauszusuchen. Und ich habe auch noch gar keine Leseliste oder sowas in dem Sinne, was ich sonst häufig mir zurechtlege, sondern ich werde einfach so ein bisschen Moodreaden und mal gucken, was so kommt. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.